Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Und damit meine ich natürlich Let's Read Skyrim. Und ich muss sagen, ich bin echt schlecht im Schätzen, weil gefühlt sind es immer noch 20 Seiten. Und ja, ich denke nicht, dass wir das bald fertig kriegen werden. Wird noch eine Weile dauern, also wird es wahrscheinlich nochmal normale Folgen geben und dann lesen wir es. Ist fertig. Aber mal gucken, vielleicht entscheide ich mich auch nochmal um. Was ist die letzte Folge dieser Aufnahmesession heute? Ein Kuss, liebste Mutter. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen. Du wünschst den Tod eines anderen? Bete, Kind. Bete und lasse die Mutter der Nacht deine Bitte erhören. Du musst das gottloseste aller Rituale durchführen. Das schwarze Sakrament. Forme ein Abbild des geplanten Opfers aus echten Körperteilen, darunter ein Herz, ein Schädel, Knochen und Fleisch. Errichte Kerzenzirkel um das Abbild herum. Dann beginne mit dem Ritual. Steche mehrmals mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Tollkirsche abgerieben wurde, auf das Abbild ein und flüstere dieses Gebet. Liebe Mutter, schick mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Dann warte, Kind, denn der Schreckensvater Sittis belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der Bruderschaft wird dich aufsuchen. Und so beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Der Brüder der Dunkelheit von Pelane Assi. Wie der Name schon andeutet, liegt die Geschichte der dunklen Bruderschaft im Nebel der Finsternis verborgen. Mit ihren Sitten und Gebräuchen sind nur jene vertraut, die selber der Bruderschaft angehören. Bruder ist dabei generisch zu verstehen. Manche ihrer mörderischsten Meuchler sind Frauen, aber auch sie werden häufig Brüder genannt. Eines der größten Rätsel dabei ist, wie sie in der Verborgenheit existieren, aber mühelos von jenen gefunden werden können, die verzweifelt genug sind, um für ihre Dienste zu bezahlen. Die dunkle Bruderschaft ist eine Ausgeburt eines religiösen Ordens der Morag Tong aus der zweiten Ära. Die Morag Tong beteten die Daedra-Gottheit Mephala an, die von ihnen forderte, Ritualmorde zu begehen. Anfangs waren sie so desorganisiert, wie es nur Anhänger von obskuren Kulten sein können. Es gab keinen Anführer und als Gruppe wagten sie es auch nicht, wichtige Personen zu ermorden. Das änderte sich mit dem Aufstieg der Mutter der Nacht. Alle Anführer der Morag Tong und später der Dunklen Bruderschaft heißen Mutter der Nacht. Ob eine und dieselbe Frau die dunkle Bruderschaft seit der zweiten Ära befehligt und ob es sich tatsächlich um eine Frau handelt, ist unbekannt. Nach landläufiger Meinung soll jedoch die ursprüngliche Mutter der Nacht eine wichtige Doktrin der Morag Tong entwickelt haben, die Überzeugung, dass Mephala zwar mit jedem in ihrem Namen begangenen Mord stärker würde, dass aber manche Morde nobler seien als andere. Aus Hass begangene Morde gefielen Mephala mehr als Morde aus Habsucht. Und Morde an wichtigen Persönlichkeiten gefielen Mephala mehr als Morde an relativ Unbekannten. Die Zeit, in der dieser Glaube übernommen wurde, fällt ungefähr mit dem ersten Mord zusammen, der den Morag Tong eindeutig zugeordnet werden kann. Im Jahre 324 der zweiten Ära wurde der Potentat Versiduai Shaye in seinen Palast in der Gegend, die heute als das Eswehr-Königreich Senshai bekannt ist, ermordet. Voller Dreistigkeit enthüllte die Mutter der Nacht die Identität der Mörder, indem sie mit dem Blut des Potentanten Morag Tong an die Wände malte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Morag Tong relativ friedlich existiert, mehr oder weniger wie ein Hexenzirkel, gelegentlich verfolgt, aber für gewöhnlich ignoriert. Bemerkenswert, zeitgleich wurden die Morag Tong auf dem gesamten Kontinent zu einer Zeit geächtet, in der Tamriel ein zersplittertes Land war. Jeder Landesherr behandelte die Eliminierung des Kults plötzlich als höchste Priorität. Danach war 100 Jahre lang nichts mehr von ihnen zu hören. Eine Datierung der Ära, in der die Morag Tong als die dunkle Bruderschaft erneut in Erscheinung traten, ist schwieriger, insbesondere da im Laufe der Geschichte von Tamriel immer wieder auch andere Attentäter-Gilden auftauchten. Nach meinen Recherchen wurde die dunkle Bruderschaft erstmals in den Tagebüchern der Blutkönigin Ali Mahera von Hegate erwähnt. Sie sprach davon, ihre Feinde mit eigener Hand bzw. nötigenfalls mit der Hilfe der Mutter der Nacht und ihrer dunklen Bruderschaft des geheimen Arsenals meiner Familie seit der Zeit meines Großvaters umgebracht zu haben. Ali Mahera schrieb dies im Jahre 2. Ära 412. Man kann daher vermuten, dass die dunkle Bruderschaft schon seit mindestens dem Jahr 360 bestand, sofern ihr Großvater wirklich deren Dienst in Anspruch genommen hat. Der wichtigste Unterschied zwischen der dunklen Bruderschaft und den Morag Tong besteht darin, dass die dunkle Bruderschaft sowohl ein kommerzielles Unternehmen als auch ein Kult war. Herrscher und wohlhabende Händler bedienten sich des Ordens als Attentäter-Gilde. Damit erlangte die Bruderschaft sowohl die offensichtlichen Vorteile eines profitablen Unternehmens, als auch den sekundären Vorteil, dass die Herrscher sie nicht länger aktiv verfolgen konnten. Sie wurden gebraucht. Sie waren nun Lieferanten einer unentbehrlichen Ware. Selbst ein besonders tugendsamer Herrscher wäre nicht gut beraten, die Bruderschaft schlecht zu behandeln.
Nicht lange nach Alemaheras Tagebucheintrag kam es zur vielleicht berüchtigsten Hinrichtungsserie in der Geschichte der Dunklen Bruderschaft. Im Sonnenaufgang 430 wurden der kolovianische Kaiser Savirien, Chorak und all seine Erben in einer einzigen blutigen Nacht ermordet. Zur Freude ihrer Feinde zerfiel die kolovianische Dynastie daraufhin innerhalb von nur 14 Tagen. Über 400 Jahre lang, bis der Krieger Kaiser Tiber Septim schließlich die Krone übernahm, herrschte in Tamria das Chaos. Obwohl keine vergleichbaren Hinrichtungen mehr verzeichnet wurden, muss die Bruderschaft in dieser Zwischenzeit eine Menge Gold eingenommen haben. Die Wahrheit der Mutter der Nacht. Von Gaston Bellefort. Obwohl schon viel über Morrowinds, Morak, Tong und Tamriels weit verbreitete dunkle Bruderschaft geschrieben wurde, es ist unklar, wann und wie genau diese beiden gefürchteten Assassinengilden gegründet wurden. Oder genau genommen, wann und wie sich die dunkle Bruderschaft von der Morak Tong abspaltete, da im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass sie aus der Morak Tong hervorgegangen ist. Der größte Streitpunkt liegt in der Person der Mutter der Nacht, einer Frau, die in beiden Organisationen eine wichtige Rolle einnimmt. Durch intensive Forschungen und Befragungen und unter lebensbedrohlichen Umständen, die dunkle Bruderschaft sieht solche Informationen als heilig an, ist es mir gelungen, dieses uralte Geheimnis zu enträtseln. Ich konnte die Wahrheit der Mutter der Nacht endlich enthüllen. Obwohl ihr Name heute nicht mehr bekannt ist, so war die Mutter der Nacht einst eine gewöhnliche sterbliche Dunkelelfin. Sie lebt in einem kleinen Dorf, das sich dort befand, wo sich heute Braville in der kaiserlichen Provinz Cirodiil erhebt. Sie war ein angesehenes Mitglied der Morak Tong und wie die anderen Mitglieder auch, arbeitete sie als Assassinin im Dienste der Daedra-Fürstin Mephala. Genau genommen hatte sie den Titel Mutter der Nacht inne, welcher der höchstrangigen Frau innerhalb der Organisation vorbehalten war. Die Oberinnen bestimmter Sekten hießen Mutter der Nacht. Sie waren die Günstlinge Mephalas und sie wurden geachtet und gefürchtet. Es war jedoch nicht Mephala, die aus der Frau ein Phantom machte, sondern eine andere, noch perfidere Manifestation des Bösen. Sitis, der Fürst des Schreckens, Verkörperung der unendlichen Leere. Nachdem der Potentat im Jahr 324 ermordet wurde, wurde die Morak Tong gejagt und die Gilde wurde in Cirodiil und im Großteil des Kaiserreiches fast völlig ausgelöscht. Kurz nach diesen Ereignissen behauptete die Dunmeerfrau, die Stimme Sitis hören zu können. Sie sagte, dass der Fürst des Schreckens unzufrieden sei. Der Mangel an Erfolg der Morak Tong machte ihn unglücklich. Er sagte ihr, dass die Leere nach Seen hungere und dass es ihr Schicksal sei, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Den Legenden der dunklen Bruderschaft zufolge besuchte Sittis die Mutter der Nacht in ihrem Schlafzimmer und sie gebar ihm 5 Kinder. 2 Jahre vergingen, dann geschah das Undenkbare. Die Dunkelelfin führte den Plan des Fürsten des Schreckens aus und ermordete ihre Kinder, worauf deren Seelen direkt in die Leere fuhren. Direkt zu ihrem Vater. Als sie von dieser Abscheulichkeit hörten, wandten sich die Dorfbewohner gegen die Frau, denn eine solche Handlung war unvorstellbar, selbst für eine Mutter der Nacht, der Morak Tong. In einer Nacht der Rache fielen sie über die Frau her, töteten sie und verbrannten das Haus, in dem sich das Grauen abgespielt hatte. Und das war das Ende der Geschichte. Oder zumindest dachte man das damals. Nach etwas über 30 Jahren hörte ein namenloser Mann eine seltsame, tröstende Stimme in seinem Kopf, so wie die dunkle Elfin die Stimme Sittis in sich gehört hatte. Die Stimme sagte, sie sei die Mutter der Nacht und sie nannte den Mann Zuhörer, den ersten von vielen. Und somit schickte die unheilige Oberin ihren Diener auf seinen Weg. Er würde eine neue Assassinen-Gilde, die dunkle Bruderschaft, gründen, welche nicht Mephala, sondern dem Fürsten des Schreckens Sittis diente. Die Morak Tong, die es nur noch in Morrowind gab, war ein Relikt eines alten und vergessenen Zeitalters. Die dunkle Bruderschaft verknüpfte den Tod mit dem Geschäft. Somit wurde die Organisation an Reichtum und Macht gewinnen, während sie der Leere stetig frische Seen zuführte. Die Mutter der Nacht sagte dem Zuhörer, dass dies eine perfekte Abmachung sei. Die Leichen der Mutter der Nacht und ihrer Kinder wurden in den frühen Tagen der Bruderschaft exhumiert und dann in einer Gruft unter den alten Standort ihres Hauses beigesetzt und dort verbleiben sie bis heute. Falls es euch in euren Reisen ist nach Bravi verschlägt und ihr euch etwas bei der Statue der glücklichen alten Dame wünscht, wie es der Brauch ist, bedenkt, dass ihr auf heiligem, aber bösen Grund steht, denn ihr steht über der Mutter der Nacht, der unheiligen Oberin selbst und euer Glück nähert sich gerade dem Ende. Welch düstere Verlautbarung. Der Niedergang von Nitilis Lidari. Die Diebesgilde von Himmelsrand ist in gewisser Hinsicht ein Rätsel. In den letzten paar Jahrzehnten ist die Orden von einer der größten und einflussreichsten kriminellen Organisationen von ganz Himmelsrand zu einem kleinen Häuflein Versprengter geschrumpft, die selbst in ihrer Heimatstadt Riftung kaum noch Schaden anrichten können. Es ist zwar nie etwas ans Licht gekommen, das diesen raschen Niedergang erklären könnte, doch über die Gründe wird wild spekuliert.
Einer Theorie zufolge hat die Gilde einen Verlust erlitten. Es geht es einigermaßen sicher, dass ihr Gildenmeister von einem seiner eigenen Gildenmitglieder ermordet wurde. Dieser Gildenmeister, der nur als Gallus bekannt war, unterhielt enge Beziehungen zu vielen der einflussreichen Familien in Himmelsrand. Als er starb, endeten diese Beziehungen mit ihm. Ohne sie konnte die Gilde nicht mehr gefahrlos in Himmelsrand agieren. Eine zweite Theorie besagt, dass auf der Gilde eine Art mysteriöser Fluch lastet, der die normalen Aktivitäten ihrer Mitglieder immer mehr erschwert. Es gibt zwar keine soliden Hinweise zur Untermauerung dieser Theorie, aber in den letzten zwei Jahrzehnten verzeichnete die Gilde einen ungewöhnlichen Anstieg an gescheiterten Versuchen, äußerst lukrative Raubüberfälle durchzuführen. Die Gründe für diesen vermuteten Fluch wurden überall gesucht, von dem zuvor erwähnten Mord bis hin zu göttlicher Einflussnahme. Um dieses Geheimnis endgültig zu lüften, habe ich mich im Laufe der vergangenen zwei Jahre allmählich in die Diebesgilde eingestichen. Zunächst erwies es sich als schwierig, in Rifton mit den Mitgliedern in Kontakt aufzunehmen, da sie Fremden gegenüber recht misstrauisch sind. Aber durch beharrliche Bemühungen habe ich ihr Vertrauen gewinnen können. Ich hoffe, dass ich, sobald ich Zugang zu einigen der Anführer der Gilde habe, mehr über ihren Niedergang erfahren und einen zweiten Band meines Werkes veröffentlichen kann. Auch wenn mich die Unterstützung der Kleinkriminalität der Gilde als Verbrecher brandmarkt, lohnt es sich meiner Meinung nach, diese Bürde auf mich zu nehmen. Das Geheimnis der Entmachtung der Diebesgilde muss der Vollständigkeit halber und als Fußnote der Geschichte von Himmelsrand ein für alle Mal gelöst werden. So. Das ist eine fette Illustration. Und dann gibt es hier ein Glossar mit Zeichen, wo die erklärt werden. Okay. Puh. Das ist jetzt blöd. Am Endeffekt sind es einfach nur die Skyrim-Symbole. Ja, ich denke mal, das passt schon. Ist jetzt nichts so Dramatisches. Von Davin Mallory. Ihr müsst Bescheid wissen, nicht wahr? Ihr wollt nicht in das Haus eines Totenbeschwörers stolpern oder in eine weitere Falle der Stadtwache geraten. Dann müsst ihr dieses Buch von vorn bis hinten durchlesen. Manchmal entscheidet die Kenntnis der Schattenzeichen darüber, ob man ein Vermögen macht oder eine Klinge in die Eingeweide bekommt. Die schlauen kleinen Zeichen gibt es überall an Himmelsrand, meist an Türrahmen oder Häuserfronten, aber man findet sie praktisch überall, wo ein Dieb ist. Damit reden wir miteinander, ohne zu reden. Das bewahrt die neuen Diebe davor, zu toten Dieben zu werden und dergleichen Unsinn mehr. Allzu viele der verdammten Zeichen gibt es nicht, also will ich keine Ausflüchte hören, dass ihr nicht die Zeit habt, sie zu erkennen. Aber genug geschwätzt. Es ist an der Zeit, die Zauberkappe aufzusetzen und ein paar Recherchen anzustellen. So. Das erste Symbol ist das ganz normale Skyrim-Symbol quasi, nur ohne den Drachen. Oder das Diebesgilden-Symbol quasi. Die Gilde. Dies ist das Symbol für die Gilde. Das bedeutet hier, es ist sicher, so sicher wie in der zersplitterten Flasche. Wenn ihr dieses Schattenzeichen seht, ist auf jeden Fall jemand aus der Gilde in der Nähe. Sicher. Es ist das gleiche, nur ein Dreieck statt einer Raute um den Kreis. Dieses Schattenzeichen hinterlassen wir für gewöhnlich, wenn wir einen Ort aus Baldowert und einen sicheren Weg hineingefunden haben. Zum Beispiel einen Flur ohne Fallen oder vielleicht ein Haus, das bereits ausgeräumt wurde. Wenn ihr eines davon seht und in die Richtung geht, in die es weist, seid ihr auf der sicheren Seite. Gefahr ist das gleiche, nur umgedrehtes Dreieck und es fängt in der Mitte des Kreises an. Wenn ihr dieses Schattenzeichen seht, dreht euch auf der Straße um oder nehmt euer Leben in die eigene Hand. Das bedeutet, dass sich vor euch oder hinter dieser Tür etwas befindet, das euer Innerstes nach außen kehren will. Fluchtroute ist ein Kreis, der durchgestrichen ist und ein Pfeil, der in eine gewisse Richtung zeigt. Bei den seltenen Gelegenheiten, sie sollten besser selten sein, falls ihr in der Gilde arbeiten wollt, in denen ihr im Gefängnis sitzt, seht euch nach diesem kleinen Schätzchen um. Wenn ihr dieses Schattenzeichen seht, ist ein Fluchtweg nur ein paar Schritte entfernt. Geschützt ist eine Raute mit zwei Kreisen, die sich schneiden und über den Rand hinausgehen. Dieses Schattenzeichen hinterlassen wir dort, wo ihr nicht hingehen solltet. Es bedeutet Finger weg, sonst droht eurem Hinterhalt die Bekanntschaft mit einem Stiefel. Diese Leute stehen unter dem besonderen Schutz der Gilde und sollten niemals ausgeraubt oder angegriffen werden. Hela ist quasi ein durchgestrichenes Prisma, wo oben die Spitze einfach abgeschnitten wurde. Dies dürfte zu eurem Lieblingsschattenzeichen werden. Die Person in der Nähe dieses Zeichen wird eure hart verdienten gestohlenen Waren zu einem guten Preis kaufen. Diebesversteck ist ein Prisma mit einem durchgestrichenen Viereck. Wer sagt, das will immer nur nehmen und niemals etwas zurückgeben. Wenn ihr dieses Schattenzeichen in der Nähe einer Truhe oder vielleicht eines ausgehöhlten Baumstammes seht, steht euch eine Überraschung bevor. Ein Geschenk der Gilde für den Dieb im Feld.
Wer sagt denn, dass die Mitgliedschaft nicht auch ihre Vorteile hat? Beute ist ein Kreis mit so einem, ja, durchgestrichenen Kasten. In der Nähe dieses Zeichen gibt es etwas, das sich zu stehlen lohnt. Es bewahrt euch davor, in ein Haus einzusteigen, nur um festzustellen, dass die Bewohner nicht mehr zwei Septime haben, die ihr aneinander reiben könnt. Leer ist ein Kreis mit einem leeren Viereck. Innen drin das Gegenteil des Beutes Schattenzeichens. Hier braucht ihr euch gar nicht erst umzusehen, hier gibt es nichts zu holen. Ich habe noch nie eins der Zeichen gesehen, außer dass der Diebesgilde quasi. Ah, interessant. Ja gut, ich habe mich doch nicht so hart verschätzt. Es sind nicht mehr als zu viele Seiten. Ich glaube, dann lesen wir es jetzt tatsächlich durch, das Buch. Aber natürlich nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Und damit bis dahin. Mach's kurz rein, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.